Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir schauen uns mal zusammen Tropico 4 an. Tropico 4 ist ein Spiel, wo man sein eigenes kleines Inselreich hat und es sich aufbauen kann. Man selbst spielt als El Presidente und das wollen wir jetzt auch direkt mal tun. Ich klicke also hier auf Spielen und wir wollen direkt hier mit der Kampagne anfangen. So, jetzt wird kurz geladen und... Was für ein Höllenloch. Aber zumindest gehört es mir. Santa Clara ist typisch für die karibischen Inseln. Hübsch anzusehen, aber bitterarm. Die Leute leben in Hütten und haben kaum etwas zu essen. Keine Bildung, kein Gesundheitswesen und immens hohe Arbeitslosigkeit. Aber eines Tages wird Tropico eine Weltmacht sein. Wenn ich die Lage in Santa Clara verbessere, werden sie mich unterstützen und das Fundament für meine Pläne bilden. Also, unsere erste Aufgabe hier einmal Santa Clara zum Reichtum verhelfen und den Bürgern eine Arbeit zurückgeben. Das Ganze spielen wir jetzt mal hier, Schwierigkeit 114%, fängt direkt gut an und wir spielen. Hier kann ich mir jetzt meinen eigenen Avatar anlegen. Ich möchte hier aber einen benutzerdefinierten Avatar anlegen, weil wir wollen ja selber bestimmen, wie wir ausschauen. Ah, das schaut jetzt noch nicht so ganz nach mir aus. Mal gucken, ob ich mich nachbauen kann. Mal schauen, was wir hier so für Anzüge haben. Oh, hier sogar spanischer Wrestler. Also was in die Richtung. Dann denke ich mal, fahre ich mal mit diesem Freizeitanzug hier, ja. Das kommt hin. Mal schauen. Machen wir hier sowas in die Richtung. Und eine Kopfbedeckung. Ja. Schauen wir mal. Ah, so ein Hut. Der ist auch ganz nett. Frisur wäre natürlich auch schön, noch eine zu haben. Haare habe ich nämlich. Hätte man fast vorher die Frisur machen sollen. Ja, das kommt doch hin. Sowas in die Richtung. Ich eher ein bisschen dunklere Haare habe, aber sei es drum. Accessoires. Oh, hier so eine Pfeife. Ist natürlich auch schick. Hier so eine Brille. Schau schon her. Ah. Ah, komm, so eine Sonnenbrille. Wir sind ja hier in der ständigen Sonne, da können wir sowas brauchen. Und hier so ein Bart. Mal schauen, was haben wir hier noch? Nee, da bin ich lieber ohne Bart. Schnurrbart brauche ich, glaube ich, auch eher keinen. Und vor. Das ist mein Name. Den Hintergrund, jetzt kann ich mir hier aussuchen, woher ich komme. Ich bin hier... Mal schauen, Professor. Und das bietet mir hier Boni. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das nehmen wir doch direkt hier. Auswählen. Aufstieg zur Macht. Wie bin ich also zur Macht gekommen? Was machen wir denn hier? Erkaufte Wahl. Als Sozialist gewählt, als Faschist gewählt. Boah, was nehmen wir denn hier? Hier, vielleicht wurde ich geputscht. Oh, viel Kriminalität ist nie gut. Das ist doch gut. Ich bin das rechtmäßige Erbe. Und dann kann ich hier noch Eigenschaften wählen, die ich habe. Hier wie zum Beispiel Blähungen. Aber ich würde sagen, ich habe einen grünen Daumen, ja. Kann ich da jetzt hier einen Punkt vergeben? Ah, ich habe schon gewählt, okay. Dann, was kann ich noch hier auswählen? Schauen wir mal. Ganz klar bin ich für hier die Schwerstarbeit meiner Tropicana. Und ich bin... Was haben wir noch? Sagen wir mal Aktivist. Okay. Und wir drücken auf Spielen. Jetzt wird das Ganze geladen und ich bin wieder kurz ruhig.
falls hier etwas angesagt wird überhaupt. Ah, mein Inselreich. Wunderschön. Kleine Insel Santa Clara. Mit wunderschönen Vögeln. Hohen Palmen. Askan angefallen. Schauen Sie sich das Meer an. Die Strände und die Palmen. Oh, kleine süße Schildkröten. Das ist meine Heimat. Das ist Tropico. Ein Paradies. Noch immer klein, arm und unbekannt. Doch ich habe große Pläne. Sehr große Pläne. Ich werde eine Nation errichten. So, und da sind wir. Hallo, mein Freund. Kommen Sie gut zurecht auf Ihrer neuen Insel? Santa Clara ist in einem fruchtbaren Zustand. Sie sollen diesen Ort etwas bewohnbarer machen. Konzentrieren Sie sich auf die Zufriedenheit der Bürger. Hier ist meine Trickkiste. Okay, also schauen wir mal. Diese Trickliste müssen wir jetzt wohl abarbeiten von General Santana. Schritt 1 Nahrung, Schritt 2 Religion, Schritt 3 Gesundheitswesen, Schritt 4 Wohnungen und Schritt 5 Spaß. Willkommen, Presidente. Ich bin es, Penultimo, Ihr vertrauenswürdiger Berater. Was machen wir hier eigentlich, Presidente? Dieser Ort ist schrecklich. Es gibt noch nicht einmal eine Farm zur Versorgung der Menschen. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Sie sollten sich darum kümmern, falls Sie unbedingt hierbleiben möchten. Errichten Sie mindestens 2 Farmen, um die Menschen zu versorgen. Das werden wir auch direkt mal machen, damit meine Untertanen auch Nahrung haben. Hier komme ich mit einem Rechtsklick hier in das Baumenü. Ich habe mir das schon mal angeguckt ein bisschen. Und hier unter Nahrung und Rohstoffe finde ich dann hier die Farm. Und die kann ich dann hier auf verschiedene Anbauarten sozusagen umstellen. Wir möchten hier Mais. Das macht die Leute glücklich. Und vor allem satt. Und da bauen wir jetzt hier einfach mal 2 hin. Eine hier hin. Und noch eine Maisfarm hierhin. Ich beschleunige das Ganze jetzt mal ein bisschen. So, da werden sich jetzt gleich hier Arbeiter, denke ich mal, hier aus dem Baubüro auf dem Weg machen, hier meine Farmen zu bauen. Und da sieht man schon hier, die Ruth arbeitet schon daran, an meiner neuen Farm. Ich kann hier die Priorität meiner Farm anpassen. Ich sage jetzt mal hier, die 2 Farmen haben natürlich die höchste Baupriorität, obwohl sie natürlich gerade noch meine einzigen Bauprojekte sind. Das grüne markierte Gebiet übrigens signalisiert die Fruchtbarkeit. Also in dem Gebiet ist Mais sehr fruchtbar, was bedeutet, dass ich da hohe Erträge erzielen werde. So, und man sieht schon hier, die Farm ist voll besetzt mit Arbeitern, so mag es ein Präsident natürlich. Liebend gerne. Und hoffentlich wird dann auch gleich das erste Mais angebaut, der erste Mais angebaut. Gut gemacht, Präsidente. Die Farmen sind fertig und werden bald die Bürger ernähren. Agrarprodukte benötigen Zeit, um zu wachsen. Klar, kennen wir auch vom echten Leben. Die ersten Feldfrüchte werden in circa 6 Monaten reif sein. Bis dahin müssen sich die Bürger... Okay. Schulden machen. Das ist nie gut, aber gut. Die Menschen verlassen sich jedoch darauf, dass sie Nahrung bereitstellen. Mit steigender Bevölkerung in Santa Clara sollten sie weitere Farmen errichten. Als Faustregel gilt, ein neuer Hof für 50 Bürger. Denken Sie daran, dass die Menschen kein Tabak, Zucker oder Kaffee essen. Diese Feldfrüchte dienen nur dem Profit. Klar. Tabak kann man selten gut essen. Hier unten sind meine Bevölkerung, sehe ich gerade. 50 Bewohner hat Tropico, oder Santa Clara besser gesagt. Das heißt, ich habe jetzt einen Nahrungsüberschuss. Sehr gut. Dann haben wir hier einen Auftrag.
Präsident, ich heiße Antonio Lopez. Ich bin Lobbyist für die Fraktion der Kapitalisten. Ihre Bürger mit Nahrung zu versorgen ist gut, Präsident, aber Mais ist nicht besonders lukrativ. Das ist auch klar. Der Tabakexport hingegen ist interessant. Ich bin mir sicher, wir werden mehr Investoren für Santa Clara gewinnen, wenn wir auf Tabakproduktion und Export setzen. Exportieren Sie 500 Einheiten Tabak. Ich schlage vor, Sie bauen 1 bis 2 weitere Farmen und befehlen den Arbeitern die Tabak-Arbeitsweise. Belohnung $10,000. Das nehmen wir natürlich an. Momentan haben wir $6,200. Präsidente, ich bin Pfarrer Esteban und spreche für die gläubigen Bürger dieser Insel. Aber man sieht schon, hier sprechen ganz schön viele Leute zu einem. Sie haben die Menschen mit Nahrung versorgt, aber was ist mit ihrem Geist, was ist mit ihrer geistigen Versorgung? Wir müssen für die Gläubigen ein Gotteshaus bauen und Priester einstellen. Eine strenggläubige Gruppe aus den USA hat 10.000 US-Dollar geschickt, um bei diesem Vorhaben zu helfen. Sie sollten 4 Priester auf der Insel haben. Sie müssen eine neue Kirche bauen und fremdes Personal einstellen, falls sie auf der Insel kein geschultes Personal finden. Okay, machen wir auch das. Ich würde sagen, da wir... jetzt haben wir schon hier mehr Geld bekommen. Dafür bauen wir jetzt direkt mal hier eine Kirche, die wahrscheinlich hier irgendwo in Infrastruktur ist oder auch nicht. Hier, Wirtschaft und Wohlstand ist natürlich die Kirche. Schauen wir mal, die kommt hier mal irgendwie hier hin. Schön neben meinem Palast, ganz protzig. Und dann wollen wir natürlich noch Tabak exportieren. Dafür brauche ich neue Farmen. Bauen wir einfach mal hier, machen wir Tabak. Da ist die Fruchtbarkeit jetzt nicht so extrem gut. Hier ist die Fruchtbarkeit besser und ich glaube hier oben ist sie noch nicht schlecht. Bauen wir hier mal ein paar Tabakfarmen hin. Noch eine können wir hinbauen, Tabak. So. Das Ganze verbinden wir jetzt hier noch mit einer Straße, dass unsere Waren hier auch besser abtransportiert werden können. Mal so. Und dann hier hoch. Zu meinen Farmen. Und das ganze Spiel können wir jetzt nochmal hier ein bisschen beschleunigen, weil jetzt hier nur gebaut wird. Ich sehe schon, die Kirche ist fast fertig. Übrigens, es ist so wie bei früheren. Damit er die Messe in der neuen Kirche abhält. Seitdem werden einige Soldaten vermisst, vermutlich betrunken. Der Pfarrer sagte folgendes: Noch so einen, aber einen großen. Okay, also ihr merkt schon, das Spiel ist ganz lustig gemacht. Pfarrer Esteban hat einen Sitzen und wurde in einer Kneipe entdeckt. Und daraufhin gab es, Aufstände, da er sich geweigert hat, beziehungsweise nicht in der Lage war, die Messe abzuhalten. Gut, sei es drum. schon ganz gut. Auf jeden Fall. Also, wo war ich stehen geblieben? Es ist so, dass das Baubüro in erster Linie Bauprojekte, die näher an dem Baubüro sind, bevorzugen und die Farmen darum nicht so schnell gebaut werden konnten. Gut, jetzt produziert eine Farm und die andere produziert noch keinen. Jetzt produziert die andere Farm auch Tabak und ist bereit für den Tabakanbau. Und jetzt muss ich hier noch weitere Priester anstellen. Jetzt kann ich hier oben auf dem Plus auch weitere Priester aus dem Ausland mir einschiffen lassen. Und ich brauche 4 Priester. Das wird ganz schön kostenspielig. Und ja, ich bestätige es für 4 weitere Priester und muss jetzt schon $700 für einen Priester zahlen.